Ist es denn so unrealistisch, meine Lieben, dass der Mensch eine neue, engere Verbindung zur Natur schaffen soll durch diese Lehre? Denn wir sehen doch, wie weit sich der Mensch von der Natur entfernt hat. Schaut euch doch nur um. Das ist ja schrecklich, was da passiert. Ja? Wenn wir aber dann zeigen können, dass da eine, ja, wie soll ich sagen, eine Evolution von der mineralischen zur pflanzlichen, zur tierischen, zur menschlichen Stufe ist, und zwar, dass die Monade sich so entwickelt, dann bekommt man ein ganz anderes Gefühl für unsere Umgebung. Wenn ich eine Blume sehe, dann weiß ich, das ist ein Gott im Werden. Wenn ich einen Stein sehe, weiß ich, einen Gott im Werden. Wenn ich einen Vogel sehe, es gab eine Zeit, da musste Leben nicht auf Kosten anderen Lebens erhalten werden. Das nur mal angedeutet. Aber je mehr wir in die Materie gefallen sind, umso mehr haben wir von verdichteter Materie gegessen. Und das ist natürlich im Extremfalle der Körper eines anderen Wesens. Und wisst ihr, durch die Lehre wird man ja immer sensibler, immer empfindungsfähiger. Wir sind nicht mehr so wie Barbaren, ja? Sondern man schaut mal, man ist kein Laubfrosch mehr. Wir sind keine Laubfrösche mehr, die nichts wissen vom Meer und nur über ihren im Rand ihres Tümpels quaken, sondern wir wissen, oh, da gibt es mehr. Da gibt es mehr mit 2 E, mehr auch. Ja? Ich vergleiche das immer so, wenn ein Steinmetz, ja, wenn der einen, sagen wir mal, einen Körper modellieren will, da hat, glaube ich, wer war das? Michelangelo oder jemand gesagt, wenn ich einen Marmorblock sehe, dann sehe ich bereits die fertige Form, die ich will, und entfernen, was von dieser Form nicht oder was zu dieser Form nicht gehört. Ich bilde keine Form. Ich habe sie im Kopf. Und was dieser Form nicht entspricht, das schlage ich weg oder lasse es von meinen Gehilfen wegschlagen oder entferne. Ich sei es auch jetzt mit weicherem Material und so weiter. Also so muss man das sehen. Und das ist ja die Vollkommenheit eines schöpferischen Vorganges, dass man bereits die Vollkommenheit hat und jetzt nur da das Unvollkommene entfernt. Das macht diese Lehre. Ja? Sie entfernt das, was uns den Blick zur Wahrheit versperrt. Da gibt es dann diese verzweifelte Suche. Schaut mal, wenn wir alles wüssten, würden wir doch nicht fragen. Der Mensch wird doch geboren, macht die Augen auf, irgendwann sieht er mehr und mehr, versteht mehr und merkt, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier? Er verlangt nach einer Antwort. Da kann nicht einfach einer kommen und sagen, ja, der liebe Gott hat dich geschaffen. Oder, ach, lass doch sein, komm, trink noch ein und vergiss das Ganze. Keiner kann dieses tiefste innere Verlangen des Menschen befriedigen. Das geschieht durch das Buch des Lichts. Und da können wir sagen, ex oriente lux, da danken wir den Meistern, den Mahachohans, den, ja, ich kann es mal sagen, östlichen Heiligen. Und da muss man wirklich sagen, ich lehre, oder schon vermessen, das Buch des Lichts lehrt die Omnipotenz des Menschen. Egal wie viel Fehler er macht, ja, er ist derjenige, der sich gefangen hält, der sich kettet an die Materie und er ist derselbe, der sich erlöst. Helfen tut die Lehre dabei. Und da wisst ihr ja, was ich, glaube ich, des Öfteren immer erwähne. So wie wir wissen, dass ein Tropfen Wasser, wenn ich dieses Wasser sehe, mir bereits beweist, da muss eine Quelle sein. Sonst wäre der Tropfen nicht da. Ja? So beweist es, dass wir, weil wir da sind, weil wir da sind, ist eine Quelle. Diese Quelle ist der Urgrund und diese Quelle ist die Monade und diese Quelle ist nicht die physische Welt. Denn da stellen wir Veränderungen fest. Wer stellt denn Veränderungen fest? Na, natürlich der, der in einer ganz anderen exponierten Lage ist. Und das ist die Monade, welche die Veränderung der Materie feststellt, an die sie sich klammert, von der sie sich lösen kann, mit der sie auch wieder reinkarnieren kann, kein Problem. Wenn dir das so gefällt, auch das lehrt das Buch des Lichts. Darum stimmt es natürlich, du bist Gott.
könnte hinzufügen, ein Gott im Werden. Ja? Also es gibt auch, schaut mal, es gibt an sich keine Wunder, es gibt auch keine Geheimnisse, in dem Sinne, dass das also etwas Unvorstellbares ist, sondern es gibt nur Dinge, die wir nicht wissen. Und die sehen wir dann als Wunder, wenn plötzlich irgendetwas geschieht. Weil, so wie, stellt euch vor, ihr kommt mit jemandem aus dem Busch in ein Kaufhaus und ihr sagt ihm, pass mal auf, ich öffne die Tür auf 1 Meter Entfernung mit einem Fingerzeig. Und ihr zeigt ihn und die Tür geht automatisch auf. Ja, für diesen Menschen seid ihr Gott. Nehmen wir mal an, da ist kein anderer da, ja? Und ihr seid mit dem. So, den haltet ihr natürlich ein bisschen weiter weg. Sagt, guck mal hier. Und dann sagt ihr, du kannst das auch. Nein, ich kann das nicht. Streck mal die Hand aus. Und plötzlich kann das auch. Und das ist die Lehre, meine Lieben. Die sagt uns, du kannst es auch. Ja. Und da kommen wir wieder diesen Isis-Tempel. Isis, diese ägyptische Gottheit, diese Anthropomorphen, also da bricht mir schon die Zunge, ja. Anthropomorphisierung, Vermenschlichung eines göttlichen Prinzips. Und da kann man sagen, da wird der Schleier schon ein bisschen gehoben zum Sanctum Sanctorum. Das hat man ja in den heiligen Kirchen auch, in den jüdischen. Da ist ja das Heiligtum, da ist ein Schleier davor. Das ist alles damit auch gemeint, symbolisiert in dieser Welt. Und da kann man sagen, dass das Buch des Lichts dann diese Dinge wie Wissenschaft, Theologie und so weiter, Philosophie vereint. Und das ist ja auch das Bestreben von Isis entschleiert gewesen, aber konnte es nicht ganz sein, denn der Titel war ganz klar und hat es auch gesagt, der Schleier von Isis. Ja? Natürlich hat diese Isis, und ich will das jetzt hier mal konzentrieren auf Isis enthüllt oder entschleiert, um sozusagen die Ehre dieses Buches zu retten, wenn ihr wollt. Und die Essenz dessen, was ich sage, ist ja bereits das Buch des Lichts. Das heißt, ich spreche die ganze Zeit vom Buch des Lichts. Ja? Da wird ja in Isis auch die hermetische Philosophie, also Hermes, Trismegistus und so weiter, anerkannt und gewürdigt. Ja? Da wird es einen Konflikt geben, meine Lieben, natürlich zwischen diesem Wissen und der herrschenden Wissenschaft, der etablierten, aber das kann man ja nicht verhindern, ja, sondern damit muss man halt rechnen, da muss man Geduld haben, Geduld. Und darum wollen wir nicht einfach über die Wissenschaft hinweggehen, sondern diesen Begriff uns gleich einmal vereinnahmen und damit befassen. Meine Lieben, das Buch des Lichts ist ja nur etwas Altes, neu erweckt. Isis entschleiert, etwas Altes, neu erweckt. Und da weist auch die Lehre darauf hin, dass es eben ein ganz altes Buch gibt. Da muss man wissen, und Isis entschleiert erwähnt das auch. Sifra di Zenyuta. Sifra di Zenyuta. So. Sifra di Zenyuta, ja. Man nennt es das Buch der verborgenen Mysterien, ja? Und aus diesem Buch wurde ja die älteste hebräische Schrift zusammengestellt. Das muss man wissen, ja? Und da sehen wir, wie Adam erscheint. Und zwar so, dass Adam wie ein leuchtender Bogen ist, der von der göttlichen Essenz geht. Und genau da hat sich bereits Isis geirrt, wie von den Meistern erwähnt, weil es gesagt hat, dass die Essenz von Adam ausgeht. Das nicht so ist nicht der Fall. Adam geht von der Essenz aus. Ja? Und wenn dieser Punkt dann erreicht ist, diese Emanation, dieser Adam, dieser leuchtende Bogen, ja? Dann geht das wieder abwärts in die Materie, kreisförmig, bringt dann den höheren Menschentyp hervor. Es hat nun mal zu tun mit einem Fall in die Materie, das lehrt Isis ganz klar.
Und je mehr sich diese Emanation nähert Planeten Erde, umso verdichteter wird sie, dunkler und schließlich ist sie schwarz wie die Nacht, meine Lieben. Und warum wird die Materie immer dichter? Man könnte natürlich sagen, durch Sündhaftigkeit. Und das ist natürlich sehr verurteilend und so weiter. Und das ist so, weil die Menschen in die Materie fallen und sich sehr mit ihr identifizieren. Sehr den Sinnesfreuden anhängen, da sind wir alle nicht befreit davon. Wenn man das zu sehr macht, riskiert man den Monadenriss. Ihr wisst genau, was ich meine. Und das ist aber wohl auch aus Notwendigkeit so gewesen. Der Geist muss sich mit der Materie reiben, um schließlich den Kampf zu gewinnen, meine Lieben, und aufzusteigen wie Phönix aus der Asche. Die scheint uns kaum zu oder kaum überwindbar zu sein. Diese Barriere, die entstanden ist, meine Lieben, zwischen der Welt des Geistes, der Monade, des Ego, wenn ich jetzt Ego sage, meine ich natürlich vom Buch des Lichts, der Zwischenstufe zwischen Monade und Mensch, also das ist schon eine hohe Wesenheit, die auf der Ego-Ebene lebt, diese Barrieren wurden immer dichter. Inkarnation für Inkarnation. Ja? Und wir haben natürlich dann, ja, sind in den Genuss von Gut und Böse gekommen. Das schreibt Isis entschleiert völlig richtig. So wie die Elohim da auch da durchgegangen sind. Aber wisst ihr, wenn dieser höchste Punkt, das sagt auch Isis, erreicht ist, ein höchster Punkt bis zu Elohim, bis zur Vergeistigung, setzt wieder die Abwärtsbewegung ein. Und wieder werden die Menschen sozusagen mit physischen Körpern umgeben, zuerst feinstofflich von den Elohim und so weiter, und dann immer dichter werdend. Und da kann man dann auch verstehen, wenn die Bibel sagt, Gott der Herr bekleidete sie. Ja, richtig, aber das ist kein Schöpfergott. Das sind bereits hohe Wesenheiten, die diesseits der Welt der Manifestation sind. Das sind unsere Maßschneider. Die geben uns genau das, was passt. Nicht mehr, nicht weniger. Und da kann man ja auch in den Überlieferungen der Völker sehen, wie dies überall gelehrt wird. Man muss das nur richtig verstehen und sich damit befassen. Zum Beispiel erwähnt Isis ein Kishé-Manuskript, Popol Vuh. Und das sagt, dass die ersten Menschen sehr wohl sprechen konnten, vernunftbegabt waren, ein unbegrenztes Sehvermögen hatten und ein Allwissen. Ich zitiere De Gigantibus 2, Philo Judäus. Da war dann die Luft voll von Geistern, Geisterscharen. Und einige von denen waren sündenfrei, andere bösartig und sterblich. Gibt es so einen schönen Satz, wir stammen ab von den Söhnen Els und zu Söhnen Els müssen wir wieder werden. Ja? Wenn wir dann das Johannesevangelium lesen, 1,12, da können wir sehen, dass das auch das erwähnt. Da heißt das, so viele ihn aber aufnahmen, damit meint sie also Jesus, so viele also seine Lehre befolgten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist Johannesevangelium 1,12. Und dann weist Jesus wieder darauf hin, das ist auch die Lehre des Buchs des Lichts, dass wir alle Götter im Werden sind. Nicht wahr? In Evangelium 10,34 sagt er, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter.